Yo, was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's weiter in der Bundesliga, und zwar steht der 16. Spieltag an. Wir müssen gegen Eintracht Frankfurt, und wir schauen mal ganz kurz auf den Kalender, wie denn der so aussieht. Also, heute gegen Frankfurt und dann beim nächsten Mal gegen RB Leipzig, und dann ist die Hinrunde schon vorbei. Also es geht hier wirklich ruckzuck, bis die Saison vorbei ist. Jetzt sind wir dann schon fast mit der Hinrunde komplett durch. Zwei Spiele jetzt noch. Und dann geht die Rückrunde auch direkt los mit Hoffenheim und Stuttgart. Und hier Stuttgart im DFB-Pokal, Galatasaray in der Champions League und so weiter. Ja, heute gegen Eintracht Frankfurt. Wir spielen in Frankfurt. Das heißt, wir spielen in weiß oder in diesem, wie nennt man die Farbe eigentlich? Das sieht so leicht grünlich-gräulich aus. Frankfurt in schwarz. Spielanstellung, ich spiele auf ultimativ 6 Minuten. Und kurzblick auf die Aufstellung gibt es natürlich auch noch. Also vorne Robert Lewandowski, dann haben wir links Ribéry, rechts Gnabry, Tolisso, Goretzka und Thiago im Mittelfeld. Und die Abwehr heute mit Alaba, Kimmich, Süle und Mats Hummels. Und im Tor natürlich Manuel Neuer. Ja, der Vorsprung der Bayern in der Liga sehr, sehr groß. Wobei beim letzten Mal gab es ja die kleine Sensation gegen Hannover 96, aber gut. Heute gegen Frankfurt geben wir nochmal richtig Gas. Und es schneit! Es schneit zum ersten Mal! Jawohl, jetzt bin ich gespannt, wie Schnee in FIFA 19 aussieht. Das Stadion hier in Frankfurt restlos ausverkauft. Es ist bitterkalt, es schneit und der Rasen ist mit einer leichten Schneeschicht bedeckt. So, da sind aber beide Teams nicht dran, hier reinzukommen. Es gibt natürlich den orangen Ball deswegen, und jetzt kommen beide Teams rein, der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Ja, und da kommen natürlich Erinnerungen an das letztjährige DFB-Pokalfinale hoch. Und ja, die Bayern mit der besten Auswärtsbilanz. 8 gespielte Spiele, 22 von 24 Punkte haben sie in auswärtigen Stadien geholt. Das ist sehr, sehr stark. So, jetzt habe ich jetzt genug gequatscht, jetzt will ich loslegen. Und ja, jetzt geht's los. Es sieht ein bisschen bedingungsgewürdig aus, aber okay. Eintracht Frankfurt hat angestoßen und damit rollt jetzt also der Ball. Und es sieht schon deutlich anders aus. Also man muss jetzt umgewöhnen auf Schnee. Ich habe bis jetzt noch nie im Schnee gespielt in FIFA 19. Eintracht Frankfurt mit dem ersten Angriff. Flanke in die Mitte und gut geklärt von Kimmich, aber Frankfurt bleibt erstmal am Drücker. Nochmal die Hereingabe, nochmal geklärt. Und jetzt die Bayern über Leon Goretzka. Vielleicht direkt den Konter zünden. Da ist Tolisso, Lewandowski ist mit dabei. Lewandowski, ja, da wird er allein nicht durchkommen. Muss hier auf Goretzka warten. Goretzka aus, ist Gnabry. Aber da ist die Chance. Sergej Gnabry, Gnabry! Und klasse pariert, aber von hinten nochmal. Tolisso! Oh, mit dem Kopf. Der wäre ins Kreuzeck vielleicht rein. So, die Bayern bleiben aber dran. Da ist Goretzka. Nochmal der Pass, Lewandowski, Robert Lewandowski, und in letzter Sekunde vorbeigetrennt. Also die Bayern haben hier in diesen ersten 8 Minuten ja schon ein, zwei gute Torchancen gehabt. Und hier sehen wir es, leise rieselt der Schnee. Aber stürmisch beginnen die Bayern. Weiter geht's, Gnabry, Süle. Und dann der Ballverlust in dieser Situation, der könnte zu einem Konter führen für Frankfurt. Aber nö, die Bayern passen gut auf. Da ist Ribéry. Tolisso startet. Tolisso, von ist Gnabry. Im 16er. Und? Oh ne. Kein Elfmeter. Da wurde der Ball gespielt vom Gegenspieler bei der Grätsche. Deswegen kein Foulspiel. So, jetzt Corentin Tolisso außen geht. Ribéry, Ribéry! Und das musste so kommen. 12 Minuten gespielt in Frankfurt. Und die Bayern führen mit 1:0. Aber was für eine Druckphase von den Bayern. Frankfurt kommt nicht mehr hinten raus. Und dann sind die Bayern eiskalt. Und es ist Franck Ribéry, der nach dem Pass von Tolisso zur Stelle ist und das Ding hier ins Tor legt. Da ist der orange Ball im Tor. Die Bayern führen mit 1:0. Aber das war ein unglaublich hoher Druck, den die Bayern da in dieser Anfangsphase auf Frankfurt ausgewirkt haben. Viertes Tor von Ribéry in dieser Bundesliga-Saison. Und da ist das Tor für die Bayern, aber wie gesagt, unglaublich hoher Druck vom deutschen Rekordmeister gegen die Abwehr von Frankfurt. Und das musste dann so kommen, wie es jetzt kam.
So, jetzt David Alaba. Ribéry. Da startet Lewandowski. Nächste Chance für die Bayern. Lewandowski aus. Gnabry, Gnabry! Oh, oh, oh. Es geht übel los. 16. Minute. Sergej Gnabry. Der momentan eigentlich in jedem Spiel trifft, wenn er aufläuft. 2:0 schon für die Bayern. Also Frankfurt bekommt hier mal die direkte und geballte Kraft des Bayern-Sturms zu spüren. Sergej Gnabry von Lewandowski gut geschickt und rein ins Tor. Ja, gerade mal eine Viertelstunde gespielt und die Bayern drehen hier schon richtig auf. 11. Tor von Gnabry in dieser Bundesliga-Saison. Und damit zieht er erneut gleich mit Robert Lewandowski, der momentan auch bei 11 Toren steht. Die beiden haben damit in 16 Spielen 22 Tore geschossen. Das ist gigantisch. Das ist gigantisch, wie das die Bayern machen. Aber jetzt versucht Frankfurt mal zu zeigen, dass sie auch mitspielen. Aber dann kommen die Bayern dazwischen. Rückpass zu Neuer und ab geht's über David Alaba. So, die Frage ist, halten die Bayern den Druck hoch? Da ist auf jeden Fall schon wieder Lewandowski. Der setzt sich auch durch. Lewandowski. Außen geht Gnabry. Wieder gut gespielt. Wieder Gnabry. Und das ist das 3:0. Die Bayern nutzen es eiskalt aus. Und Frankfurt kriegt hier in 3 Minuten 3 Packungen eingeschenkt. Ich glaube, die Bayern haben heute sowas wie eine Rache für das DFB-Pokalfinale. Oder das wollen sie zumindest haben. Sergej Gnabry. Und wieder rein ins Tor. Wieder ist der Ball drin. 3:0. Und das ist sein 12. Treffer von Gnabry. Und das ist damit die Führung in der Torjägerliste für Sergej Gnabry. Damit hat er Robert Lewandowski überholt. Unglaublich, was sich hier am heutigen Tage zuspielt. Die Bayern souverän in diesen ersten 20 Minuten. Es geht weiter. Wieder Gnabry, der heute wieder ein unglaubliches Pensum in diesen ersten 20 Minuten liefert. Und der Bayern-Trainer, der muss sich sein Lachen ein bisschen verkneifen. Hier sehen wir es. 12 Einsätze von Gnabry. 12 Tore. Sensationell. So, Ecke, Ribéry. Hoch hinein. Erstmal geblockt. Und dann, ja, künstlerisch kann sich Frankfurt befreien. So, da kommt Paciencia. Spricht man den so aus? Ich glaube jetzt eher mal nicht. Aber hat sowieso schon nicht mehr dabei. Weiter geht's. Die Bayern. Thiago. Ach, schade, der Pass in die Mitte geht nicht durch. Und jetzt Mats Hummels in der Verteidigung gefragt. Robust, aber erfolgreich. Und es gibt Einwurf für die Bayern. Alaba. Thiago. Tolisso. Schiedsrichter gibt kein Foulspiel in dieser Situation. Und da ist Toro. Toro verfolgt von Alaba. Flanke ist gut, aber die Bayern stehen gut. Und weiter geht's. Da ist Toro wieder. Wieder gut gespielt. So, jetzt Corentin Tolisso. Außen Ribéry. Gut gespielt. Und in der Mitte Lewandowski komplett frei. Robert Lewandowski zieht einmal kurz zurück und dann zögert er zu lange. Boah, das war die Chance zum 4:0. Das weiß auch Robert Lewandowski. Warum stoppt er den Ball? Da hätte er gedacht, der Verteidiger rennt an ihm vorbei. Aber nee, so war es dann leider nicht. So, Eckball Bayern. Gnabry. Sergej Gnabry. Ach, da will er zu viel, aber da kommt Goretzka. Nochmal Goretzka. Tolisso. Nochmal Tolisso. Und fast das 4:0. Eine halbe Stunde gespielt ist hier in Frankfurt. Und die Bayern sind mal wieder drauf und dran, das nächste Tor zu machen. So, jetzt geht's weiter. Abstoß von Frankfurt. Da ist Paciencia, von dem ich den Namen immer noch aussprechen kann. Da ist Willems. Willems zu Jovic. Jovic findet schon einen Bayern-Setz, aber Niklas Süle perfekt im Zweikampf. Und ab geht's über Leon Goretzka. Oh, Goretzka wollte da ein bisschen selber wieder zurücklegen. Und jetzt fallen die Bayern-Spieler gerade am laufenden Band. Und Goretzka bleibt da leicht angeschlagen liegen. Der steht nicht sofort wieder auf. So, Flanke in die Mitte ist nicht gut. Neuer ist zur Stelle. Und ab geht's nach vorne. Ribéry. Tolisso. Goretzka ist tatsächlich leicht angeschlagen. Den werde ich auf jeden Fall dann
demnächst raus, wenn er sich nicht erholt. So, jetzt Gnabry. Oh, gute Grätsche gegen Gnabry. Aber es gibt Eckball für die Bayern. Und ja, Goretzka muss raus. Dann werden wir ihn raustun. Dann wird ihn nichts Schlimmeres riskieren. Neu kommt dafür Martinez. Javi Martinez. Ja, schade, schade. Leon Goretzka muss hier vom Platz. Javi Martinez wird ihn ersetzen. Das sind Vorsichtsmaßnahmen. Aber gut, beim 3:0, da kann man schon so einen Wechsel machen. Weiter geht's mit Eckball für die Bayern. Der kommt von Ribéry. Da ist Süle. Da ist Kuddelmuddel jetzt im 16er von Frankfurt. Und dann wieder den Ball Richtung Auslinie. Und das gibt Einwurf für die Bayern. So, Kollegen, wo seid ihr denn? Da hinten ist schon Martinez. Der bekommt auch den Ball. Kimmich. Ab in die Mitte zu Thiago. Ribéry, Alaba, Thiago, die Bayern versuchen wieder die Lücke zu finden. Da startet Ribéry, schade, der Pass wäre eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. So, und hier mit Glück, Tolisso! Und wieder gehalten, und wieder gehalten, Corentin Tolisso. Die Bayern kurz vorm 4:0. So, nächste Chance, nächste Ecke. Gnabry. Sergej Gnabry, abgefälscht. Und dann kann sich Frankfurt erstmal befreien. Da ist Kimmich. Tolisso, Tolisso wieder aus der Distanz. Und Rönnhoff im Tor hat heute einiges zu tun. Gut, mittlerweile treffen die Bayern nicht mehr so häufig wie in den ersten 20 Minuten. Ich glaube, Frankfurt wird auch gar nicht so traurig drüber sein. So, weiter geht's. Aber dann der Fehlpass. Aber wieder Tolisso kämpft um den Ball. Unglaublich. Dennoch verliert er ihn. Aber die Beine über Martinez, Alaba und nochmal nach vorne. Da startet Ribéry und der Pass von Thiago wird abgefangen. Und das müsste es doch jetzt eigentlich mit der ersten Halbzeit gewesen sein. Jawohl! Der Schiri pfeift die erste Halbzeit ab. Die Bayern führen souverän mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Wenn wir ehrlich sind, das hätte auch noch höher stehen können. Sergej Gnabry mal wieder mit einer fabelhaften Leistung am heutigen Tage. Zwei Tore, eins hat Ribéry gemacht. Aber wie gesagt, die Bayern hätten hier ein, zwei Tore noch drauflegen können von den Chancen her. Gut, soweit zur Halbzeitpause. Frankfurt bis jetzt chancenlos. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Halbzeit Nummer 2. Und die geht jetzt los. Anstoß ist Erfolg für die Bayern. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Da ist Tolisso. Martinez. Da wird abgefangen und jetzt kommt der steile Pass nach vorne. Jovic ist aber nicht schnell genug und Manuel Neuer bekommt den Ball. So, Kimmich. Sucht Sergej Gnabry, aber das war kein guter Pass. Da ist Willems, da ist Fernandes. Die Eintracht versucht jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen mitzuspielen und sie nicht komplett hinten einschränken zu lassen. Aber es gibt die nächste Chance für die Bayern. Der Pass kommt an, nochmal raus. Nein, spiel doch raus, Mann! Rönnhoff hat ihn, aber warum er da nicht rausgespielt hat, obwohl ich auf Passen gedrückt habe. Verstehe, wer will, nur ich nicht. So, da ist Willems. Wieder am Ball, verfolgt von Kimmich. Flanke in die Mitte ist gut, aber wird sofort wieder abgefangen. Und die Bayern wieder auf dem Weg Richtung Tor von Eintracht Frankfurt in Form wieder mal von Sergej Gnabry. Allerdings wird der sofort verfolgt von einigen Frankfurt. Aber die Flanke ist jetzt gut und warum bückt sich denn da Ribéry? Warum geht denn da Ribéry runter? War der im Abseits? Ja, aber warum lässt der Schiedsrichter da nicht weiterlaufen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hat Ribéry so aktiv ins Geschehen eingegriffen, ist schwierig zu sagen. Also die zweite Halbzeit plätschert so ein bisschen vor sich hin. Bis jetzt noch keine dicke Torchance, weder für Frankfurt noch für die Bayern. Aber Frankfurt spielt jetzt zumindest ein bisschen mit. Die lassen sich jetzt nicht komplett hinten reindrücken wie in der ersten Halbzeit und versuchen jetzt mal das 3:1 zu erzielen. Haben vielleicht jetzt die Chance und Neuer. Und das ist der erste Torschuss von Eintracht Frankfurt in dieser Begegnung. So, und jetzt außen Ribéry. Pass kommt an. Wartet jetzt aber erstmal wieder auf Lewandowski. Und der verliert den Ball. Und ab geht's in die andere Richtung. So, Süle.
mit der Grätsche. Oh, 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 Niklas Süle von hinten rein. Was, das ist rot? Ach komm. Ach komm, Schiri. Ja, es ist von hinten rein, ist klar. So, Toro geht runter, Geralt ist kommt und wir müssen jetzt natürlich auch umbauen. Ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen, dieser Zweikampf. So, Tolisso ziehen wir da mal zurück. Und ich will mir überlegen, ne, dann müssen wir ohne... wen tun wir denn jetzt da raus? Tun wir Ribéry raus und dann muss ich irgendjemand für Ribéry bringen. Wär's mit James? Ja, bringen wir mal James. Dann haben wir jetzt eben auf links keine mehr, aber ich muss auf jeden Fall die Abwehr auffüllen. Und Martinez ist ja eigentlich mal Innenverteidiger gewesen. So, Ribéry geht runter. Das 1-0 hat er erzielt. Und Niklas Süle, ja, es war schon eine rote. Ganz ehrlich, der fährt von hinten in den Gegenspieler rein. Das kann man als rot dann schon werten. So, halbe Stunde noch zu spielen. Die Bayern also nur noch zu 10 auf dem Platz. Vielleicht ist das die Chance nun für die Eintracht. Aber die Bayern direkt wieder im Angriff. Serge Gnabry hart angegangen und dann gibt es den Freistoß und das muss auch jetzt eine gelbe Karte nach sich ziehen. Nö. So, Freistoß für die Bayern, das ist eigentlich viel zu weit weg für die direkte Variante. So, deswegen machen wir ein bisschen was Verspieltes. Da ist Thiago, Pass geht fast durch. Ja gut, da waren zu viele Beine im Weg. Weiter geht's mit der Eintracht. So, langer Ball nach vorne, da ist Geraldes. Der kommt frisch ins Spiel, zieht erstmal zurück, da ist da Costa, Jovic, Hummels und es müsste Eckball geben. Und so ist es auch. So, jetzt Eckball Stendera. Aber auf den kurzen Pfosten, da stehen die Bayern gut, aber verlieren die dann unnötig und Neuer muss ran. Das war ein bisschen unnötig, dass da die Bayern den Ball verloren haben. Da kommt noch der Karate-Sprung oder Tritt von Martinez. Aber er trifft den Ball nicht. So, nächste Chance. Zweiter Eckball nun für Frankfurt. Hoch hinein, abgefangen und da ist Robert Lewandowski. Aber der wird ja mit einem heftigen Bodycheck vorbeigetrennt. Und da der Fehlpass. Tolisso, jetzt wo sind die Mitspieler? Außen Gnabry kommt nicht vom Fleck. Bekommt da trotzdem den Ball. Ah, und er verliert ihn gegen Willems. Erstmal zurück zu Rönnhoff. Rönnhoff, oh, das ist riskant. Aber das ging gerade noch so gut. So, da ist da Costa. Paciencia und dann ist die Abseitsfahne oben. Ja, das Spiel plätschert jetzt so vor sich hin. Williams geht und wir werden jetzt auch noch unseren letzten Wechsel durchführen. Also, wir bringen nochmal Mendy für Alaba. Also, David Alaba runter, wird selten ausgewechselt heute, darf er sich die Pause gönnen. Den wird es wahrscheinlich auch schon ein bisschen frieren. Und weiter geht's. Ein Freistoß für die Bayern. So, da ist der neue Mann, da ist Mendy. Da ist Rodriguez, da ist Tolisso und unten ist Kimmich. Der sieht Lewandowski, Lewandowski, James spielt durch und das ist nicht das 4-0, das müsste Abseits sein. Ja, Abseitsposition von Joshua Kimmich, dessen Tor hier leider nicht zählt. Ja, und es ist absolut richtig. Ganz klein Abseits, Freistoß für Frankfurt. So, Rönnhoff haut den Ball wieder vor. Ja, und wie gesagt, so langsam plätschert halt das Spiel gerade vor sich hin. Die Bayern müssen nicht auf Vollgas nach vorne spielen. Und Frankfurt bringt halt momentan nicht so viel zusammen, dass sie hier den Bayern wirklich noch gefährlich werden könnten. Und deswegen ist es momentan ein sehr überschaubares Spiel. So, wieder mein Abschluss von Frankfurt, der aber deutlich das Tor verfehlt. Weiter geht's, Abstoß Manuel Neuer. Da ist Kimmich. Gerade ein Tor erzielt, das leider nicht gezählt hat. Lewandowski. Tolisso. Kein Foul. Doch, Foulspiel schon abgepfiffen. Ja, 10 Minuten noch. Bin froh, wenn das Spiel vorbei ist, weil momentan ist es
Ja, es plätschert halt so vor sich hin. Klar, mit 10 Mann ist es dann schwierig, offensiv wirklich Vollgas nach vorne zu spielen, um auf das vierte Tor zu drücken. 13-0 reicht das schließlich auch. So, nächste Chance nochmal für die Bayern. Da ist James Rodriguez! Und da ist es dann doch noch das 4-0 in der 83. Minute. Ja, da schaffen sie Bayern doch noch. Lewandowski als Vorbereiter in die Lücke. James hat die freie Schussbahn, netzt ein. Und damit führen die Bayern mit 4-0. Frankfurt kriegt hier wirklich eine kleine Klatsche. Aber gut, so ist es. Und jetzt geht's weiter. Drittes Tor von James Rodriguez in dieser Bundesliga-Saison. Und jetzt geht's weiter. Die letzten 7 Minuten laufen. 4-0. Die Bayern legen also dann doch noch einen drauf. Aber Lewandowski ist heute ohne Tor geblieben. Mal schauen, vielleicht kommt er ja auch noch zum Zuge. Da ist Thiago. Da haben wir ja schon, Robert Lewandowski. Lewandowski, ah, vom Ball getrennt. Und dann ist der Ball wieder bei den Bayern. Tolisso. Rodriguez, Thiago. Auch vom Ball getrennt mit einem schönen Einsatz. Da Costa, hoher Ball nach vorne. Nochmal die Hereingabe in die Mitte. Aber die Bayern stehen gut. Die lassen heute da echt nichts anbrennen. Ich glaube, eine Torchance hatte Frankfurt, eine effiziente. Aber sonst ging da heute gar nichts. So, nächste Chance, Sergej Gnabry. In die Mitte, da ist Lewandowski. Schön gespielt, Robert Lewandowski aus der Distanz. Pfostenknaller, Lewandowski. Nochmal die Hereingabe. Und fast noch das 5-0 für die Bayern. Ja, die Frankfurter sind natürlich nicht gerade glücklich mit diesem Ergebnis. Reinhoff ist da, da kommt von hinten aber nochmal Gnabry was. Und dann gibt es nochmal einen für die Bayern. Für Frankfurt läuft heute nichts zusammen. So, jetzt mal Tolisso ebenfalls mit dem Distanzschuss. Und es gibt tatsächlich nochmal Eckball. Ja, jetzt könnte er da langsam abpfeifen. So, Ecke für die Bayern. Da ist James. Hummels, Hummels! Und jetzt ist es aus. So, die Bayern machen weiter mit der grandiosen Form. 4-0 gewinnt der FC Bayern München in Frankfurt gegen die Eintracht. Die Frankfurter sind bedient. Die Bayern mal wieder grandios. Sergej Gnabry, 2 Tore von ihm, 1 von James Rodriguez und das erste hat Ribéry gemacht. Ja, Thiago freut's. Die Bayern natürlich auch. Und das war es jetzt mal soweit mit dem 16. Spieltag. Souveränes Ding von den Bayern. 4-0 gegen Frankfurt. Respekt dafür. Und das auf ultimativ. Gut, die ersten 20 Minuten waren schon der Hammer. Und danach ist es halt so dahingeplätschert, das Spiel. Gut, nach der roten Karte, da war halt dann auch nicht mehr allzu viel drin. Bestes Spiel heute, obwohl er kein Tor geschossen hat, Robert Lewandowski. Ribéry war stark, Gnabry auch überragend. Und die anderen auch alles sehr, sehr gut. Und ja, das war's für heute. Und morgen geht's dann weiter gegen RB Leipzig. Wir schauen noch ganz klar auf die Nachrichten. Unsere Ziele sind gefährdet, ja, mit dieser blöden Jugendabteilung, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und Niklas Süle ist gesperrt, also beim nächsten Mal Niklas Süle nicht mit dabei. Gut, wir machen ganz kurz Training. Goretzka ist nicht schlimm verletzt, der ist auf jeden Fall gut drauf. Und Renato Sanchez steigt noch auf, ist mittlerweile in 80. Ordentlich, 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 Renato Sanchez. Damit hat er seinen Wert mal um 90% gesteigert von 10 Millionen auf 11, auf 19 Millionen. Und Goretzka auch, gigantischer Wertanstieg. Gut, aber wie gesagt, beim nächsten Mal gegen RB Leipzig. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal. Ciao.